Thank you.
Bye.
mal dicker. Du bist aber ein ganz schöner Brummer geworden, wa? Ja. Einmal warten sie alle immer, weil da ist manchmal dann auch mal eine Ratte drin oder ein Küken. Okay. Und das schmeckt natürlich am besten. Ja. Das sind ja alles Fresser, nur deswegen bekommen sie von uns hier auch alles. Heute haben wir hier Walnüsse, Mais, dann die ganzen Sämereien, Obst und Gemüse. Brot. Und wir dann auch mal ein paar tierische Sachen, Ratten und Küken. Gibt's halt nicht so oft, ne? Deswegen gucken sie halt immer jeden Tag, ob schon mal dabei ist. Das sind alle, ja. Da können wir uns schon glücklich schätzen, weil die letzte Zeit haben sie sich nicht so oft blicken lassen, weil ja auch momentan die ganzen Eicheln und alles runterfallen, ne? Und die haben ja auch 1,5 Hektar, da verläuft sich das dann auch mal. Dann denken sie sich auch mal, den Apfel kommen jetzt hier nicht nach vorne. Aber jetzt, heute sind sie alle da. Ja genau, das, der Grund, große Dicke, das ist unser Keiler. Dann haben wir noch drei ausgewachsene Backen, also drei Weibchen und einen Überläufer vom letzten Jahr. Also den letzten Jahr. Auch ein Mädel und die vertragen sich alle ganz gut. Der Keiler ist ja sonst eigentlich eher einzeln unterwegs in der Natur. Das ist halt hier quasi auch. Also die fressen sich ja auch nur zum Fressen und sonst macht er hier auch eher so sein eigenes Ding. Also wenn ich im Moment mit ihm alleine bei uns am Blauer See laufen gehe, dann habe ich dann schon echt Schiss, wenn du da mitten am tiefsten Wald bist. Wenn ich so gewünscht, weil ich komme, habe ich nicht alles auch für sie. Ja, gerade, also ich sag mal, die Fortpflanzungszeit, gerade im Dezember ist ja so richtig kalt. Das kann sich aber auch immer noch von der Sonne oder nach hinten. Da sind die Teiler natürlich nicht ohne, ne? Und auch wenn so eine Backe im Bauche ist, das ist auch nicht gerade ohne. Da sind die auch ordentlich kalt. Das merken wir hier bei den Backen tatsächlich nicht so extrem, aber die haben wir ja noch besser, ne? Und wenn da die Marianne Wie im wahren Leben, oder? Die ist da ganz unwiderstehlich, die voll drauf. Da müssen wir auch richtig teilweise mit Elektrofon abstellen, weil wir sagen, kann die Hüfer ran. Weil die Hüfer, wenn die Hüfer rankommen, dann kann die Hüfer ran. Wenn man dann auch gerade den Fall an der Kappe in die Hüfer rein, fett wird. Aber keiner merken die das immer ganz besonders. Wenn der ohne Testosteron ist, dann machen die immer Zeichen. Also dann kommt die von
Yeah.